Ich habe mich mit E-Mobilität tatsächlich überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe mich nur damit beschäftigt, okay, ich kann zu Hause laden. Und ja, ich habe es einfach mal probiert. Boah, da ist ein BMW 330. Das weiß ich nur sehr gut. Da standen so alle unten auf dem Parkplatz und haben sich das Auto angeschaut. Das war mein allererster BMW. Und bis jetzt eigentlich probiere ich immer wieder Neues. E-Mobilität hat mir immer gut gefallen, aber ich habe es mir irgendwie selber nicht vorgestellt. Irgendwann waren die 3 Jahre wieder vorbei und der X3 hatte mir sehr gut gefallen. Ich dachte, warte mal, ich habe einen Starkstromanschluss in der Garage. Und dann habe ich gesagt, wir probieren es und habe mich dann für den iX3 entschieden. Ich bin schon immer viel mit dem Auto gefahren. München, Hamburg, Spanien, Österreich, Italien. Es war tatsächlich so, von wie lange wird jetzt meine Fahrt nach Holland werden und soll ich ein Mietauto nehmen für einen Urlaub? nö, machen wir nicht. Das Laden bringt Ruhe. Man nimmt sich wirklich die Zeit, 15 Minuten, 20 Minuten zu entspannen, was man ja vorher nicht gemacht hat. Aber das bereichert es auch wieder. Und von daher ist es manchmal, denke ich, einfacher als mit einem Verbrenner fahren. Das Ausprobieren hat für mich den Reiz gegeben. Und ich werde definitiv ein E-Auto fahren bleiben. Und das, denke ich, spricht für sich, ne? Dass man es probiert und dabei bleibt.